Über 2000 müssen gehen, allein hier im Südwesten. Die Zukunft der deutschen Aerospace. Autorecycling. Große Versprechungen und dennoch nichts als Schrott. Holländische Gulden für schwäbische Bauern. Die Zukunft der Südmilch nach dem Vergleich. Wir erwarten vor allen Dingen, dass eben nun mit Hilfe der Cambina die Möglichkeit geschaffen wird, dass die Südmilch wieder in ein ruhiges Fahrwasser kommt und dass die Südmilch jetzt mit diesem starken Partner nun an der Seite auch in der Lage ist, das, was sie tatsächlich noch in sich hat, an Qualität, vor allen Dingen im Produktbereich, stärker noch zum Ausdruck bringen zu können. Die baden-württembergische Lesung wäre mir lieber gewesen, ganz klar. Aber es ist nun mal so, dass wir die nicht zustande gebracht haben. Und deswegen sind wir heute jetzt auf dem Weg nach Holland. Wir kommen also nicht als diejenigen nach Holland, die nichts zu bieten haben. Wir haben immerhin unser Südmilch, wir haben unsere Produkte, wir sind bekannt am Markt und wir hoffen, dass wir mit diesem Partner aus der Krise, die wir jetzt haben, dass wir da rauskommen und gestärkt in Zukunft gehen. Mit der Annahme des Vergleichs vor ein paar Tagen hat die Südmilch die Chance zum Neubeginn. Doch in Zukunft bestimmen nicht mehr die heimischen Bauern, wo es lang geht, sondern die holländische Cambina Melk Unie. Und um dies herauszufinden, sind Aufsichtsräte und Vorstand unterwegs nach Holland. Alles gut? Guten Tag. Sal Bommel. Mit Südmilch im Schlepptau wird Cambina Melk Unie der zweitgrößte Molkereikonzern in Europa sein. Ich habe einen Betrieb zusammen mit meinem Sohn. Ich habe etwa 75 Milchkühe, Jungvieh und Bulle, Fleischbulle. Aber das ist für die Resultate nicht so gut, das Letzte. Die Holländer haben mit der Südmilch ein Schnäppchen gemacht. Genaue Zahlen erfährt man nicht, doch so um die 350 Millionen müssen sie wohl auf den Tisch legen. Dabei wird der Wert der Südmilch auf rund 1 Milliarde geschätzt. Das war eine einmalige Möglichkeit für uns, womit wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Aber wenn die Möglichkeit sich vortat, war der wichtigste Grund, wir sind zwar ziemlich groß als Molkerei. Wir sind sehr groß europäisch gesehen in Käse, sehr groß in Trinkmilch, verhältnismäßig klein in Desserts, Joghurts und so weiter. Zwar groß in Holland, 50% Marktanteil, aber europäisch gesehen sehr klein. Und so sieht Cambina ohne die Südmilch aus. 11.000 Bauern sind die Mitglieder. 7.200 Mitarbeiter sind weltweit beschäftigt. Umsatz rund 5 Milliarden Mark, Gewinn rund 43 Millionen. Das ist die Milner. Die Stücke sind größer, ist mal 18% Fett. Ja? Man kann da mehr von nehmen. Mit Senfkorn, Walnuss und extra Picanto. Ziegenkäse? Ja. Ist das aus Ziegenmilch hergestellt? 100%. 100%? Ja? Und wo sind denn die Ziegenherden? Ja, die stehen jetzt ja auch im Stall. Ja, nein, hier in Holland? In Holland? Ja. Insgesamt hat Cambina Melk Unie noch 23 Produktionsbetriebe, von Holland über Frankreich bis zu den USA. Produziert werden Milch, Butter, Speiseeis, Jungtierfutter und vor allem Käse, wie hier in Tilburg. Aus rund 45% der Milchverarbeitung macht Cambina Käse. Umsatz 1,1 Milliarden Mark. 44% der Produktion gehen ins Ausland, die Hälfte davon allein nach Deutschland. 4 Tage lagert der Käse im Salzwasser. Die Gesamtreife dauert mindestens 4 Wochen. Gearbeitet wird 6 Tage die Woche im 3-Schicht-Betrieb. In den nächsten 2 Jahren sollen rund 800 Arbeitsplätze abgebaut werden. Und vor allem beim Käse erhofft sich Cambina einen größeren Marktanteil über die Südmilch-Vertriebsschiene.
Die nächste Station, ein holländischer Bauernhof in Schijndel. Neu, ein Vorzeigebetrieb mit 75 Kühen im Stall. Durchschnitt in Holland sind 45 Kühe. Immer noch mehr als doppelt so viel wie in Baden-Württemberg. Für die bäuerlichen Aufsichtsräte natürlich besonders interessant. Verständigungsprobleme trüben die neue Partnerschaft nicht. Haben Sie mit dem Sauger keine Mal erst? Ein gegenseitiges Saugen? Da wird gemixt. Und da, das meine ich mit Säue. Ja, das war meine Frage. Er meint, ja? Ob die nicht. Ob es nicht zieht. Das meine ich. Saugen am Euter. Am Euter saugen. Ach so. Am Euter saugen. Ja, das ist Säuge. Nee, andere Säuge. Last heb van Säuge. Nee, da heb ik zelden. Was machen Sie dagegen, wenn Sie sowas haben bei den Kühen? Ja, dann müssen Sie sie mit dem Mund bei einem anderen stecken. Bitte? Küssen. Wenn Sie jung sind und Sie sind bei einem anderen, müssen Sie nach die Milch mit dem Mund bei einem anderen stecken. Dann ach so. Ja, das geht. Ja. Tatsächlich. Ein durchschnittlicher Betrieb in Holland erwirtschaftet pro Arbeitskraft rund 60.000 Mark im Jahr. In Baden-Württemberg nicht einmal die Hälfte davon. Absolut, Frau Pinsen. Kann man was mitnehmen? Von dem, was man hier sieht. Auch der Kuhbestand ist ausgezeichnet. Bei uns wird jetzt diese Stallbauweise wird jetzt gefördert aus Baukostengründen. Man will ja nur noch Kaltstelle machen bei uns. Die Kuh will auch keinen warmen Stall. Hier reichen auch 4 bis 5 Grad. Bei uns rechnen wir bei dieser Stallform Standplatz Kuh 12.000 bis 14.000 D-Mark. Und ich gehe davon aus, dass das also hier vielleicht mit 8.000 Mark möglich ist. Sicher nicht mehr, eher weniger. 64 Pfennig Milchgeld pro Liter zahlt Campina derzeit den holländischen Bauern. Nur 59 bekommen die Landwirte hier. Campina garantiert den Bauern künftig einen Milchpreis in Höhe des Landesdurchschnitts. Allerdings gelten die Garantien, die den hiesigen Bauern gegeben wurden, nur 5 Jahre lang. Aber über die Abnahme ihrer Milch müssen sie sich keine Sorgen machen. Wir haben hoffentlich mit Südmilch nicht nur eine Firma, die ein sehr gute Produkte hat, eine Produktions